ist der Aufzug. Racker, hol den Fahrstuhl. Komm schon, Racker. Hey, hast du mal an einen Glückskeksspruch im Bett rangehängt? Nein. Echt? Nie davon gehört? Was redest du? Ach, komm schon. Du kennst das. Du liest den Spruch im Glückskeks. Morgen wirst du wiedergeboren im Bett. Was soll dieser Im-Bett-Scheiß? Ach, komm schon, Mann. Das schnallst du schon. Pass auf. Du wirst ein aufschlussreiches Erlebnis haben, das dein Leben verändert. Im Bett. Oh, das hatte ich schon. Was? Nein, du musst im Bett hinten dranhängen. Das ist witzig, Mann. Echt lustig. Mann, ich hatte einen Dreier. Im Bett. Du hattest einen Dreier? Im Bett. Wo soll man denn sonst einen Dreier haben? Keine Ahnung. In der Kutsche oder was? Was rede ich denn da? Natürlich hat man den im Bett. Vielleicht im Auto. Okay, in deinen Cadillac passen vielleicht drei Leute. Das ist der einzige Wagen, in dem ich mir einen Dreier vorstellen kann. Das Einzige, was in meinem Glückskeks stehen soll, ist, du fährst morgen gesund und munter nach Hause. Im Bett. Im Bett. Das funktioniert nicht. So läuft das nicht, Irish. Nein, echt nicht. Wer sagt denn? Es ist mein Keks. Ich kann verdammt nochmal sagen, was ich will. Und genau das will ich, Pack. Nie im Leben. Sowas steht nie in einem Glückskeks. Woher willst du das wissen? Machst du jetzt Glückskekse? Ich weiß, dass da sowas nie stehen würde. Lächerlich. Oh, dann bist du wohl der Glückskeks-Guru, was? Glückskekse sind nichts für uns. Darin steht nicht, du liegst bald sicher zu Hause im Bett. Das ergibt keinen Sinn. Das im Bett funktioniert nur mit echten Glückskeksen. In meinem steht, Pack hält endlich die Scheißklappe. Und zwar im Scheißbett. Ja, wie du meinst, Mann. Wie du meinst.